So, hallo liebe Bienenfreunde, heute mal wieder ein Video, schon lange keinen mehr gemacht, bisschen Sommerpause gemacht, Bienen bearbeitet, gefüttert, Lauerbehandlung und jetzt schmelze ich die letzten Melanozytose-Waben aus in unserem Wachsschmelzer, Deckelwachsschmelzer. Es ist nicht so viel, da geht es. Aber es muss halt jede Wabe muss geschnitten werden. Das ist schon jo, Arbeit. Ich kriege immer gerade eine Kiste voll, eine Honigkiste voll. Und ihr seht, ich will es mal kurz zeigen hier. Das ist der Honig und keine Chance, den kriegst du nicht geschleudert. Ein bisschen was kommt nach unten raus, nach dem Schmelzen, natürlich. Und das ist dann der hochgelobte Melanozytose-Honig. Und ja, er ist furchtbar lecker, das stimmt schon. Aber die Arbeit stelle ich in keinem Verhältnis zum Leckeren, muss ich sagen. Ich könnte darauf verzichten, weil... Das kriegst du, die Arbeit kriegst du mit Sicherheit nicht bezahlt. Letztendlich ist es ein Waldhonig, ein leckerer Waldhonig, schön malzig im Geschmack und richtig lecker. Aber den kennt natürlich eigentlich fast gar keiner, weil es ist so ein bisschen so ein, der Unfall beim Imker, kann man sagen, wenn es Melanozytose-Honig gibt. Mögen du das, glaube ich, niemand. Ja. Und dann mache ich immer Wabe für Wabe. Und jetzt habe ich noch 4 Waben von den, naja, knapp 100, die ich hatte. Und ja, das heißt, schmelzen, schmelzen, schmelzen. Und vor allen Dingen, es dauert lange, braucht viel Energie. Es macht echt keinen Spaß. Also, muss ich sagen, das ist nicht lustig. Wirklich nicht lustig. Aber ich habe es gleich geschafft. Und dann ist die noch eine Runde schmelzen bis heute Abend. Dann brauchst du immer ein paar Stunden. Und... ja, letztendlich ist der Verlust schon enorm, weil die ganzen Honigwaben sind weg, ein Teil vom Honig ist weg. Gut, ich nutze das, den, was nicht zu schmelzen ist, den Dreifachzucker, den lasse ich einfach, den benutze ich für meinen Garten. Das ist ein schöner Dünger, aber dafür imker ich natürlich nicht. Es gibt anderen Dünger, der ist... wahrscheinlich genauso gut und einfacher zu gewinnen vor allen Dingen. Und ihr seht, eine Sauerarbeit ist das. Immer alles schön verteilen hier drin. Dann schmelzt er das zusammen. Das fließt durch das Sieb. Und ihr seht es da unten rein. Da ist jetzt schon der Wachs und der Honig unten drunter. Und dann kann man den Honig rauslassen. Da habe ich dann daneben extra einen Abfluss. Da habe ich dann extra einen Abfluss. Das kann ich euch mal zeigen hier. Hier unten lasse ich das dann raus, dann wird es schön durch ein Sieb nochmal gelassen, hier zeige ich euch. Und das hier bleibt im Sieb übrig. Das ist eine ganz leckere, aber halt eine sehr von der Konsistenz her zuckrig, große Zuckerkristalle. Das ist das Imkersbrot. Ja, hier habe ich ein bisschen Futter angemacht noch. Hier wird jetzt gleich Honig abgefüllt mit unserer tollen Waage, Kastanienhonig, der hier auch schon bereit steht.
während ich hier noch schmelze. Jetzt mache ich noch die letzten drei Waben. Und wünsche euch noch einen schönen Montag und eine gute Zeit. Und ich denke, dass ich bald mal wieder ein Video mache, auch bei den Bienen. Bis bald. Ciao.